Ja, und damit sage ich wieder hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und ja, wir sind nach wie vor in der Grafschaft von Passau, haben 1401 Truppen, sind mittlerweile im Alter von 27. Unsere Frau ist nach wie vor schwanger und unsere Söhne wachsen und gedeihen. Soweit, so gut. Die Pläne für die Zukunft aktuell sind, Bayern zu übernehmen. Dazu haben wir in der letzten Folge einen Komplott angefangen, und zwar unseren Thronanspruch auf den Thron von König Dagaric, und gleichzeitig schleimen wir uns aber bei ihm ein und bauen dem König ein schönes Sträßelein. Ansonsten schauen wir mal, was es hier sonst noch so zu tun gibt. Das Glaubensoberhaupt schnauen wir jetzt hier erstmal nicht an. So dringend brauchen wir es gerade nicht. Den Vasall können wir in die Tonne klopfen, denn der hilft uns momentan auch nichts. Kriege führen ist gerade auch nicht so drin. Aber wir haben eine Mutter ohne Ehemann. Und das ist natürlich gar nicht so toll. Deswegen sollten wir doch mal gucken, dass wir die unter die Haube kriegen. Und zwar im Idealfall mit jemandem, der uns ein Bündnis bringt. Da schaut es aber schlecht aus. Und jetzt hier irgendwie so nach... da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Irgendwas mit durchgesetzten Ansprüchen. Na, ich weiß nicht, ob ich eine Grafschaft vom Gacker haben will. Andererseits, vielleicht kann man ja da noch irgendwas erben, ne? Nee, das ist alles nicht so toll. Das ist alles nicht so toll, das heißt, wir sollten sie vielleicht mit dem Benoit verheiraten. Das wäre doch vielleicht, glaube ich, eine ganz gute Partie. Und der ist im Zweifel gut aufgeräumt. Und die Uta könnten wir einkerkern. Die Frage ist, ob wir da irgendwas davon haben. Ne, mit 54%, das ist mir... Da haben wir nicht groß was davon, und deswegen werden wir jetzt hier erst einmal die Pause lösen und uns auf unsere eigenen Dinge konzentrieren. Uns wurde zunächst mal eine Tochter geboren. Oh, Landsieder, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter. Wer willst du einst sein, mein Kind, und wie sollen wir dich nennen? Da würde ich doch mal vorschlagen, einen guten bayerischen Namen. Emma. Emma ist doch schon mal gar nicht schlecht. Mögest du stark und weise werden, meine Tochter. So, die Mutter haben wir auch wieder unter der Haube. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Und wir bauen weiter an der Straße für den König.
Laut Andreas laufen die Arbeiten an der Straße im Passau bestens. Der Boden ist stabiler und die Landschaft flacher als erhofft. Dann könnten wir das erweitern und bekommen ausgewertet. Das wäre nicht schlecht. Oder. Oder Kosten einsparen. Ne, das machen wir nicht. Da erweitern wir die Straße nämlich sogar noch. Die Frage ist, jetzt könnten wir vielleicht hier irgendwas machen. Das Fürstherzogtum von Salzburg könnten wir vielleicht unter Umständen... angreifen. Die Frage ist, ob wir da irgendwie einen Anspruch ansetzen können. Das wäre nämlich unter Umständen genau die Erweiterung, die mir so vorschweben würde, dass wir dann nachher unseren Dingens festigen könnten auf Bayern. Das probieren wir doch jetzt mal, wenn wir den Guten da mal noch... Salzburg schicken. Können wir ja da vielleicht irgendwie einfallen. So, und hier ist irgendwie unser Cousin gefangen geworden. Cousin Herzog Konrad von euch wurde gefangen genommen und zwar vom König Lothair von Lothringen, nachdem er die Schlacht von Neuenburg gewonnen hat. Na gut, da würde ich sagen, das ist jetzt mal sein eigenes Problem. Wenn er sich da mit Leuten anlegt, denen er nicht gewachsen ist, dann muss er damit auch selber klarkommen. Und wir können einen Vorteil freischalten. Da weiß ich es bloß gerade nicht. Nehmen wir doch den Steuereintreiber. Das bringt uns auf jeden Fall mehr Geld. So, wir haben aktuell auch keine Offenheit, so wir sollten die Zeit auch weiterlaufen lassen, damit wieder was passiert, gell? So, dann kaufen wir uns zum Verpasser, achtet die bereits fertiggestellten Teile der neuen Straße als enorm hilfreich und hat eine Spende getätigt, damit die Straße noch weiter ausgebaut wird. Das wird entweder der Straße helfen oder meine Schatzkammer freuen. Das tun wir jetzt hier ausnahmsweise mal alles für die Straße. Und dann gucken wir mal, wie schaut es eigentlich aus. Das wird 3 Jahre dauern, das heißt, wir könnten theoretisch... Achso, da sind wir schon so weit ausgestattet. Aber wir könnten hier tatsächlich noch ein Armeelager errichten, was uns nochmal 100 bringen würde und was wir uns aktuell auch leisten können. Deswegen mache ich das auch mal, weil dieses Fürsterzbistum von Salzburg würde mich ja schon interessieren. So, das Straßennetzwerk durch Passau ist endlich vollendet. Nun können die Menschen die kommenden Jahrzehnte dorthin gelangen, wohin sie reisen müssen. Ich kann es kaum. Die erwarten die Vorteile zu. Genießen. Achso, und da würde er sich sogar dem Hof anschließen. Können wir den eventuell sogar vielleicht gebrauchen? Fleißig, gerecht und rachsüchtig, aber ein Intrigenspinner. 17 hat er da und da. Nee, wir machen das jetzt eher erstmal so.
So, dann können wir hier noch einen Vorteil freischalten. Dann nehmen wir die Verteidigungsplanung. Dann haben wir nämlich auch gleich nochmal größere Garnison. Was auch nicht verkehrt ist, wenn wir das hier so in aller Kürze... Unser Cousin ist wieder frei. Salzburg würde mir schon sehr gefallen, wenn wir das hier irgendwie einverleiben könnten. Dann hätten wir nämlich auch eine gefestigte Ausgangssituation für... Was haben wir denn hier? König der Geier. Ja, das ist so ein Erbe Josef Aribolen, ein äußergegabten Vormund. Er verliert uns als Vormund, wird Mündel. Das finde ich zieb. Oh, die ist aber natürlich. Gut, dann wird er halt fränkisch. Können wir uns das leisten? Aber der ist halt dann auch weg, ne? Nee, das geht jetzt so gar nicht hin. Jetzt ziehen wir lieber selber. Einschleimen hin oder her. Das ist, glaube ich, nicht so die allerbeste Idee. So, und unser Weibchen ist auch schon wieder schwanger. Das läuft ja hier wie geschnitten Brot. Kaum haben wir sie ein paar Folgen lang umgarnt. Schon sind wir da mal so richtig gut dabei. Was haben wir hier noch für einen Krieg offen? Achso, das ist da irgendwas, was mich aktuell gerade gar nicht interessiert. Salzburg ist auf jeden Fall reizvoll. Vor allen Dingen haben wir da noch so Zugriff auf das ein oder andere hier unten. Da müssen wir uns dann nur Gedanken machen, dass wir das entsprechend verteilen. Auf dass wir da nicht über unsere Domänengrenze kommen. Die Frage ist jetzt bloß, können wir... Wo war das denn? Wo war das denn? Ränkespiel war es nicht. Entscheidungen. Blablabla. Kriegerin. Nee, das ist gut. Hopp, Moment, stopp halt. Wie war was? Wir haben keinen Hofarzt. Doch, wir haben schon einen Hofarzt. Wir haben einen Hofarzt. Das ist doch alles im grünen Bereich. Das ist eigentlich soweit auch alles ganz gut. Mal schauen, ob wir noch eine unverheiratete Frau irgendwo haben. Da kommen noch die Kinder. Ne, das ist alles soweit so gut. Da können wir jetzt aktuell leider nicht viel machen, außer abwarten. Die Getreideäcker in Rotenburg sind fertig. Das ist doch mal richtig schön. Da haben wir dann wieder mehr Einnahmen. Da können wir jetzt mal eine Zeit lang richtig Kohle schiffeln. Und wir haben noch eine weitere Tochter geboren. Die möchte ich allerdings nicht Gebirge nennen. Dann nehmen wir sie doch lieber Margaret. Das gefällt mir doch schon besser als Gebirge. Ist ja fast in derselben Kategorie schon wie Meinberg. Ne, Lün? Falls du hier reinschaust. Meinberg ist ein Gebirge. Vielleicht können wir die ja irgendwie verkuppeln. Keine Ahnung. Nee, allerdings nicht mit meiner Tochter da. Gefällt mir Margaret schon besser. Auch wenn ich das
generell eher nach England siedeln würde als nach Bayern. Aber gut, 50 Gold haben wir, weil wir im Haushalt gespart haben. Das schadet natürlich auch nie. Ganz im Gegenteil, das könnte sogar dazu beitragen, dass wir hier nochmal unsere Truppenstärke erhöhen. Und zwar 115. Da bauen wir doch Wälle und Türme. Das bringt uns nämlich gleich doppelt was. Eigentlich sogar dreifach. Alles im Hinblick darauf, dass wir uns nach Möglichkeit Salzburg einverleiben wollen. Die Frage ist natürlich, ob das gelingt oder ob wir dann im Zweifel nur die Baronie haben. Aber da lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie fähig unser Bischof ist. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir da schon mal einen Fuß in der Tür haben. So, die Lederzelte sind fertig, das wird unsere Truppen wieder voranbringen. Und bei uns am Hof ist natürlich schon wieder ein Komplott am Laufen, beziehungsweise es ist immer noch gegen Simon. Adilasia will den Simon umbringen. Ist ein Gast von uns, ein furchtloser Gierschlund. Und wir könnten sie einkerkern und damit dann hoffentlich ein schönes Lösegeld fordern. Na. Na, das ist alles für die Katz. Dann sollen sie da lieber versauern. Wenn die Kohle nicht stimmt, dann bleiben die auch im Kerker. So schaut es erstmal aus. So, dann haben wir hier ungefähr schon die Hälfte geschafft. Das ist gar nicht so schlecht. Die Kohle, ja, sag mal. Jetzt geht's aber richtig ab. Die ist ja bloß noch schwanger. Die ist doch noch nicht einmal ein Jahr alt. So, was haben wir jetzt hier irgendwo lüstern? Müssten theoretisch doch eigentlich wenigstens lauter hübsche Kinder sein, oder? Kann man noch nicht abschätzen. Wisst man noch nichts drüber. Der erste ist auf jeden Fall schon mal reizend, aber krank ist halt auch. Das ist gar nicht so gut. Aber wir haben motivierte Arbeiter in Frontenhausen. Und ich glaube, dass da auch schon eifrig gebaut wird. Ne, wir könnten noch was bauen. Frage ist nur, was soll man die Jagdhütten noch hinstellen? Ne, wir brauchen jetzt erst einmal die Kohle für unseren Anspruch. Gut. Dann schauen wir mal, die Truppen sammeln sich. Da schauen wir jetzt mal gerade noch rein. Wir können auf jeden Fall noch ein Kriegsvolkregiment erschaffen. Das sollte man vielleicht auch tun. Die Bogenkämpfer haben wir schon. Das leichte Fußvolk nehmen wir auch noch dazu. Und mehr als die zwei können wir aktuell erstmal eh nicht. Aber das wird uns unter Umständen schon weiterhelfen. Auch auf dem Weg nach Salzburg. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, erstmal soweit alle unsere Komplotte und Pläne. Da ist doch schon wieder einer.
Auf der Lauer. So, einen kleinen Sohn haben wir da noch. Der sollte einen guten katholischen Namen wie Markus haben. Markus Aribonen, willkommen in dieser Welt. Und wir warten jetzt hier noch, bis das Jahr zu Ende ist. Und pünktlich am 1. Januar werden wir dann eine Pause einlegen und auf die nächste Folge verweisen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Da sollte dann hoffentlich einmal unser Komplott erledigt sein und zum anderen der Anspruch auf Salzburg durch. Und dann schauen wir mal, jetzt gucke ich gerade immer noch mal rein. Verbündete hat er noch nicht, das ist schon mal gut. Er hat Onager, das ist weniger gut, falls er auf so einen Gegenfeldzug sich einrichtet. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge schauen. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.